Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Erlen, gerade im LS19 Alpine DEC, zusammen mit dem Philipp, einen wunderschönen. Meinst du? So, wie gesagt, ich bin jetzt die Armee hin, wir schmeißen mal unseren Lever an. Typische Lärm, ne? So, warte, funktioniert das Ganze? Ich habe ja normalerweise, das auswählen. Ah. Ja, geht perfekt, wunderbar. So, mal gucken, packt er das? Jetzt sieht der Map ist ein Pick. Ja, stimmt auch wieder. Ja, passt. Philipp ist, wie gesagt, jetzt gerade dabei am Verladen der Silage, wie wir es abgemacht haben. Und ich glaube, darf dafür mal ein bisschen nähen, ne? Das haben wir bis dato auch noch nicht gesehen hier. Da sehen wir mal unser wunderschönes Pöttinger Schmetterlingsmeer weg in Action. Ey, wie wir das Wunder da schauen können. Du musst ja nur den Jan noch nicht verringen. Also ich glaube, das ist ein Millimeter im Arbeiter. Ich glaube, wir müssen demnächst eine größere Schaufel für Philipp drauf nehmen, habe ich irgendwie das Gefühl. So. Dann würde ja auch ein Thorium mit der 8000 Liter Schaufel reichen. Der kleine. Ja, dann würde sogar der kleine reichen. Der kleine Schnuckliebe, ne? Ja, ich denke, Spoiler, vielleicht haben wir den schon irgendwo. Vielleicht noch nicht. Fragen oder Fragen? Wenn ihr uns das Insta folgt, dann wisst ihr es. Seid zu. Ich kann Harvard auf. Die folgt noch. Das ist eigentlich unser Feld. Ist noch im Wachstum, weil das kann ja wunderbar von hier oben sehen. Meine ich nur, das sind die Grastexturen auch wieder anders geworden. Ansicht ist anders geworden. Die Innenansicht ist anders geworden. Ja, die Innenansicht, alles Gras, ist gleich geblieben, oder? Ja. Ich dachte, es war schon mal heller. Egal. Kann sein, dass ich mich irre. So. Haben wir noch so ein kleines Stückchen, den wir natürlich auch hier noch nicht. Wunderbar. So, drehen wir ja mal. Ey. Der Boot hat unser Hänger an Luft oder was? Tun wir so. Oder geht der nicht mal bald voll, ey. So. Aus und zusammen. Ah, jetzt ist er voll. So, ich bin nochmal fertig. Ja. Ich fahre mal zu unserem Hof, ne? So. Mach das. Und ab geht's mit Vollgas. Oh. Ach, ich weiß noch. Nein! Ich glaube, ich muss dann nochmal kurz was umkonfigurieren. Wo? Beim Unitrack. An der Plattform. Ach so. Geht doch, da müsste was reingehen, oder nicht? Ja, da geht schon was rein, aber ich kann die Hänge nicht anhängen. Hm? Ne, oder? Nein, weil ich kein Zugmaul dran habe. Möchtest du das umkonfigurieren? Super. Ja, sicher. Dann fahren wir mal unseren wunderschönen Weg hoch. Wir müssen die Heckding wegmachen, damit dies an Bord vom Ding dran geht. Vom Unimog dran bleibt. Da ist nämlich das Zugmal dran. Ah, okay. So, dann können wir das dann mal auskloppen. Jetzt geht's! Naja, das Stromkabel ist ein bisschen arg lang. Da meine ich so. Schleift ein bisschen.
Oh, jetzt hängt die. Knapp. Viel Zeit. So, die zu nah an den Stein rannehmen. Sonst kriegen wir ein Problem. Ich hab die Schafe jetzt breiter als wieder unten. Also. Die Schaufel geht gerade so von der Breite her rein da. Ah, da sind die Hunde, warte. Komm her, muss ich mal zum Fräschchen geben. Jetzt bist du schon mal da, beim letzten Mal. Nein, ich will nicht schlafen. Ist er. Wo ist er jetzt noch? Da ist er. Oh. Ich habe ihm heute schon zweimal was gegeben, ne? Ey, das? Der ja. Muss dick werden, der muss auch im Winter vorbereitet sein. Der muss Speck anlegen. Für den Winter, oder was? Ja. Wir sind ja schon bald Dezember. Heute am Aufnahmetag ist ja der 24. November, 23. Kann man mal machen. Hm? Ein Hund? Nee. Über, also mit der Schaufel über den Hänger drüber fahren? Ja. Kann man machen? Muss man aber nicht. Ja, da sieht man schon, dass das Schmetterlingsmeer von Pötting hier extra für die bergigen Landschaften angepasst ist, weil es passt sich halt wunderbar den Boden an. So. Ich sag's ungern, ne? Aber der Vorteil, der ist auch noch zu groß für ihn. Also der ist ja bloß der 30er, gell? Ja, das ist der Kleinste, aber ich hab schon gesehen, der steht vorne schon ein bisschen rüber, ne? Also den wenn wir ganz runterlassen, der ist ja ganz schön arg. Ja, mal. Wir können auf 20 oder 25. Oder gleich den Original. Original? Power. Wollen wir da aufpassen? Da wieder ein Steinchen. Ach, hier hinten sind noch Häuser. Ich bin gerade schon. Okay. Also wir haben auch einen Nachbarn. Echt? Oh. Also nicht wirklich Nachbarn, sie sind ein Stückchen weg. Ah, das ist so. Ja, da können sie sich nicht beschweren, wenn irgendwie viele. Wenn über sie Lärm und Gestank und alles. Aber ich muss aber glaube ich sagen, in Österreich oder Schweiz, wo wir hier sind. Schweiz. Oder Schweiz sind wir ja, ja Österreich mit inbeschlossen oder die Bayerischen Berge oder so weiter. Weil wir sind ja hier eher noch auf dem Land, das ist jetzt keine große Stadt, auch in der Stadt und Anführungszeichen halt eben drin. Ist jetzt nicht so, also ich glaube die Leute beschweren sich da nicht so über so Schallgeruch und so weiter. Also im Gegensatz zu hier in Deutschland, also die größeren. Na gut, stimmt auch wieder. Also in Deutschland ist alles anders als die Schweiz, Österreich. Ja. Von der Hütte geht sich das knapp aus, muss man da dann auf die Hänge rauf. Boah, das geht. Wir kommen hoch, das ist die Hauptsache. Ganz oben geht, also es würde noch höher gehen, aber. Jetzt haben wir aber längs lang, dann haben wir eine Bereitung. Welchen Stollfonder habt ihr jetzt dran? Wir haben den FC30.1. Also ein bisschen größeren als wir hier haben. Er ist aber, man muss sagen, auch extra für den Porsche konzipiert. Was ist das? Hm? Der ist entforscht, extra dafür gemacht. Ja, also der ist viel stabiler als die normalen. Kann man nicht so schnell verbiegen. Oder was heißt schnell verbiegen, aber er hält halt noch mehr aus als die normalen. Also laut Beschreibung von Stoll. Und ich muss sagen, euer Stollfonder das nicht. Hm? Was aber. Und Stoll war ja auch die einzige Firma, die für unseren 3088 noch die Frontlader-Baupläne hatte. Ja, okay, dann. Aber
Allö oder Hauer. Haben wir geguckt, hatten alle nicht mehr die Baupläne für den Allö. Allö und so ist Ticken besser, würde ich sagen. Weiß ich nicht so genau. Wir haben jetzt einen Frontlader dran, der hat 4 Sanktionen ausgehalten, also. So. Also unseren 88er hat jetzt auch ausgehalten. Was? Bis jetzt hat unser Frontlader unseren 88er auch ausgehalten. Ja. Bin voll. Ich ziehe gerade den Berg hoch, wunderbar. Aber ich, soweit ich weiß, der Lindner hat 136 und der MB-Tag 135, also ein PS weniger. Der macht das, glaube ich, gar nicht aus. Nee, nicht wirklich. Aber ich muss dir also sagen, also. Ich hab zu hier jetzt 23 Kassenliter. Ich bin nicht ganz voll. Wo bin ich nicht ganz voll? In irgendeinem, entweder am Hänger oder am Unitrack. Das geht immer gar nicht, du. Nee, wenn dann müssen wir die volle Kapazität mitführen. Du hast voll ein Auto ausgebremst. Haha! Bis dahin schlägt er sich jetzt den MB3 super an die Bergen hier beim Mähen, also macht keine Probleme. Ich weiß, welcher Hänger das ist. Der mittlere. Hm? Hänger. Also, der mittlere Plattform. So, zieh hoch, Kollege. Ich bin halt das Allrad. Aber ich halte hier. Der Lindner, der saugt dir voll, Blöde. Ja. Viel Arbeit haben wir jetzt mit dem schon gemacht? Ich glaube noch nicht allzu viel. Oder wie viele Stunden hat er drauf? 5,2, ja, auf jeden Fall. Okay, gut. Ach, ja. Ich weiß warum. Ich sehe. Stimmt, das hat natürlich auch gut gezogen. Das hat echt gut Sprung gezogen, weil 130 PS braucht. Ja. Nach der nicht anders. Kehr mal bei dir vorbei. Okay. Und wo kommt denn die Frage? Komm gleich. Jetzt fahrt er auf die andere Seite rüber. Ey, ich werd dich werden. Also wahrscheinlich würde von da hinten kommen oder dann später von vorne. Ey, ich fahre hier mit der Kamera hoch, ne? Oh Mann. Jetzt habe ich 23.500 Liter. Aber jetzt haben wir noch nicht drüber geredet, wie wollen wir es jetzt machen? Unsere Aufteilung vom Heu und Gras und so weiter. Oben Gras und den Rest Heu. Also wie beim letzten Mal. Nee, beim letzten Mal mal hier, wo du jetzt bist. Gras macht. Achso, und jetzt machen wir unten. Also unsere... Da stand mal nämlich die Star-Rupen. Noch gut aus. Ja, bis dahin sehe ich die noch nicht. Bin aber auch, Leute, am anderen Ende von der Wiese. Also ich mache extra, Leute, ihr seht, ich mache nicht die Karte, weil ich weiß nicht, wo er ist. Oh. Also hier ist auf jeden Fall er gelaufen.
Soll ich nach dem Unitag ausschalten, oder? Ich hätte, es gibt den Tesla für andere Zettel, aber ich glaube, du siehst ihn von hier aus. Gehen wir mal ein bisschen rum hier. Sehe ich ihn. Wir müssen da was Rotem ausschalten. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Ja, ich sehe ihn auch jetzt da drüben. Die roten Plänchen. Ich dachte, du hast ihn jetzt irgendwo so in den Busch rein versteckt. Nein, würde ich doch nicht mehr machen. Wenn ich auch machen könnte. Oh Mann. Eieieiei. Sei da mal, ne? Jo. Bring unser Geld nach Hause. Bevor der Preis sinkt. Gib Gas. Und wir haben auch drüber geredet gehabt, ob wir unseren Kuhstall veräußern und uns dafür einen Schaf- und Hühnerstall kaufen. Könnt ihr ja gerne auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr denn da, dazu findet. Also, mir ist relativ egal, ich bin für alles offen. Aber unser, glaube ich, bis jetzt, unser wichtigstes Ziel ist, glaube ich, ein Drescher, oder? Nochmal hinaus, ne? Hier gar nicht alles überhole ich den. Aber ich glaube, unser wichtigstes Ziel ist ein Drescher, also der Rusty Nash. Den können wir uns mit dem Ertrag von der Silage, den wir jetzt dann bekommen, eigentlich schon kaufen. Normal schon. Weil wir sind da mal bei 30.000. Wie bist du da reingefahren, Flo? Ganz vorne, also so wie wir beim letzten Mal beim Heuverkauf auch reingefahren sind. Und da nur den Schleichweg rechts, links, rechts hinten das Ganze. Also zuerst abgeladen und dann hinter. Für den Schleichweg. Ne, also ich bin mit den vollen Hängern hinter gefahren. Aber im Prinzip ist es eigentlich nur Spürung. Außer, nee, die machen wir schon. Wenn irgendein Container geknallt. So, machen wir runter, Knie weg. Machen wir einmal hier hinten auch links. Aber da wird der Weg schon ein bisschen dreckig. Eieieiei. Oh, erste Hang. Hallo. Plattform wird entladen. Jo, Geld kommt rein, Leute, wir sind rechts oben. Hier, oh. Da oben immerhin 400 Euro, ne? Für 1000 ist man für Ether, diese Dinge. Leute, ich weiß schon, ich muss dann noch einen Moment, aber ich muss über den Teil, ich nicht fertig ist, erstens. Ich kann ihn nicht abladen. Hänger auswählen. Oder wieder ein bisschen reingefahren. Bei der Trigger ist da auch so, weil ich weiß, ein bisschen blöd gesetzt. Ich habe das Anhänger abgeladen, aber in der Mitte ist immer noch voll. Geht er nicht so gut weg? Ich glaube, der ist bloß ein Fußweg hier hinter. Das? Kann man das hier auch verkaufen? Ach ne, das ist zu viel hier vorne. Das ja. Da steht, ist auf alle Fälle ein Manschgala nach. Da steht ein Auto, das ist doch gestrickt. Egal. Da war auch ein Auto, das durchgestrichen war. Durchgestrichenes Auto? Okay. Ich glaube, das sollte heißen, ich hätte nicht durchfahren, aber egal. Ja. Wir sind erst still und heimlich und dürfen es. Ja.
Wir pausen auf Exit auch, damit wir keinen überfahren. Oh, oh, nochmal zwei. Schaffen die 40.000? Schon lange abgeladen. Also beide Hänger. 100 Euro. Oh nein. Aber dann haben wir immerhin Ziel für die nächste Folge. Wieso bin ich jetzt bei der Wo bin ich denn? Was? Ich lahm. Ich glaube, du willst ein bisschen spazieren fahren, oder? Oh ne, ich will da nicht. Also du bist auf der anderen Seite von der Map, ne? Oh ne. Nee, du. Ja, kann er moderieren. Ist angenehm, ne? So, das passt mir von mir. Auswählen. Buche Ding. So. Rauch. Nehmen wir doch. So, jetzt fahr ich heim. Aber, oder? Ja. Bin auch noch richtig im Weg. Ich bin vielleicht einen kleinen Umweg gefahren. Man muss die Map noch mal ein bisschen erkunden. Wir waren eh noch nicht an allen Ecken. So, ich hab hier alles wunderbar. Dann fahren wir unseren nicht sehr steilen Weg runter. Dann geht er nicht vor. So. Ja, aber doch Drittel oder fast die Hälfte von unserem Silo ist dann doch auch schon wieder weg. Ja. Komm denn nicht mehr raus, ne? Wo bist du? Flo? Ja. Guck mal. Ich hänge hier ein bisschen. Schau mal! Also, ich häng da ein bisschen. Oh. Ich bin hier in den Wasser rein, sonst ist versauft da. Warte, ist das tief? Oh, ja, der ist tief. Komm mal rum. Ja. Bitte schön. Ich habe ihn geredet. Also, ich wäre da durchgefahren. Die Frage ist, wer ist überhaupt reingekommen, weil da sind ja Steine am Rand. Am Flussbett. Ah, bist du wieder am Hof. Gerade ich bin weg. Ich muss auch mal einen Baum vorbeinehmen. Da passt. Aber ja, wir dürfen uns für heute fürs Zuschauen auch schon wieder bedanken. Wir sind mit der heutigen Folge auch schon wieder fertig. Jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen, ein Träumchen und kostet euch keinen Cent. Unten die
roten Knopf drauf werfen, falls man den digitalen Block aktivieren, damit ihr nicht schon passt. Und das war's von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der Erlengrad. Und bis dahin macht es gut. Haut rein und ciao, ciao. Ciao. Compass was wrong, and I'm still on my feet.